Bauer sucht Frau International-Kandidat Andreas sprach im Interview mit T-Online nun offen darüber, wie er die Produktion der Kuppelshow erlebte. Nachdem der 63-Jährige bei Instagram offenbarte, dass er in der Sendung gar nicht nach einer Frau gesucht habe, weil er bereits verheiratet sei, erhebt er nun erneut schwere Vorwürfe gegen den Sender. Die haben mich überhaupt nur gewinnen können mit dem Thema, dass sie auch diese Projekte hier zeigen und das, was wir tun, erklärt der Landwirt aus Guatemala. Zwar habe Andreas den Frauen unmittelbar nach ihrer Anreise die Wahrheit gesagt, zuvor wussten sie allerdings nichts von der vorgespielten Liebessuche. Während Petra die Lüge gelassen hingenommen hätte, zeigte sich Elke offenbar enttäuscht von der Wahrheit. Andreas dazu: Es gab die Situation, dass beide, Petra und Elke, als sie nach Guatemala City zurückgefahren sind, im Redaktionsteam im Hotel bei dem Thema reinen Wein eingeschenkt haben. Im Sinne von, du, der Andreas ist verheiratet. Der hat kein Interesse gehabt an den Frauen, wollte seine Projekte promoten. Obwohl das Produktionsteam die Wahrheit dann gewusst habe, wurde die Lüge im TV nicht aufgeklärt. Zu den neuen Vorwürfen äußerte sich RTL bislang nicht.